wechselte von Kapfenberg an die Sebener Straße. Und der hat sich ja wirklich um jeden Österreicher gekümmert. Er hat nach wie vor das erste Tor der Pep Guardiola-Ära beim FC Bayern geschossen. Dabei hat der fußballerisch als fast noch größeres Talent als David Alaba gegolten. Laula inspaniert, präsentiert von Gatorade mit dem heutigen Thema Mir san Rot-Weiß-Rot. Was wurde eigentlich aus den ÖFB-Talenten des FC Bayern München? Und da starten wir im Tor, Harald, gleich mal mit einem gebürtigen Münchner. Wie geht denn das? Der hat einen österreichischen Reisepass und hört auf den Namen Wolfgang Schober. Von 2003 bis 2007 in der Jugend an der Sebener Straße. Mittlerweile kickt er bei Union Vöcklermarkt in der Regionalliga Mitte. Der hatte zumindest eine Zeit mitgeprägt in der Jugend, wo ganz große Namen unterwegs waren. Ja, Toni Kroos, Thomas Müller, Holger Badstuber, das war so die Zeit, wo man es aus dem Bayern-Nachwuchs noch zu den Bayern-Profis schaffen hat können. Im Gegensatz zu den genannten hat es er aber nicht wirklich geschafft. Er hat sich nicht durchsetzen können. 2007 dann der Transfer zu den Red Bull Juniors. Übrigens, nicht der einzige vom FC Bayern, der damals zu den Red Bull Juniors gewechselt ist in diesem Sommer. Mhm. Auch Louis Nkwatmahop ist von der zweiten Mannschaft der Bayern nach Salzburg gewechselt. Ja, natürlich. Hat sich aber auch dann schwer getan bei den Salzburgern, ähnlich wie Wolfgang Schober. Auch der dann im Grunde nur, glaube ich, einmal auf der Bank gesessen oder eher nur eben Nummer 2 gewesen bei Red Bull Salzburg, hat nie im Grunde für die Kampfmannschaft gespielt. Dann über Hartberg Ried, Wacker Innsbruck und zwar schon Bundesliga und zweite Liga gekickt, aber mittlerweile auch schon seit 2014 bei Union Vöcklermarkt. Vor Schober schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und starten mit dem ersten Österreicher überhaupt bei Real Madrid, der 2015 dann nach München wechselte. Ja, der hat in der Jugend von Real Madrid gespielt, Flavio Staniliuk. Spannende Karriere hinter sich gebracht, von eben Real Bayern und dann in weiterer Folge OGC Nizza und jetzt inzwischen bei Salernitana. Hat bei Bayern dann auch den letzten Sprung irgendwie nicht geschafft, war glaube ich sogar Kapitän der U19, die Youth League gespielt hat. Ich meine, der ganze Transfer wurde auch ein bisschen von David Alaba mit eingefädelt. Der hat Flavius ein paar Jahre davor schon kennengelernt, hat sich scheinbar in Madrid nicht mehr so wohl gefühlt, deshalb diesen Wechsel zu den Bayern eben gegeben. Hat auch ein paar Mal mittrainieren dürfen in der Kampfmannschaft von Carlo Ancelotti, aber schlussendlich nie wirklich durchgesetzt. Die witzigste Flavio Staniliuk-Episode ist ja jene aus dem ersten Corona-Lockdown. Da waren er und 4 Mitspieler quasi alleine im Bayern-Campus 6 Wochen lang. Und was macht man, wenn man als junger Mann im Bayern-Campus ist? Ein Playstation spielen. Oder, wie in seinem Fall, man trainiert sich in 6 Wochen 7 Kilo Muskelmasse an. Ich glaube, die sind im Proteinpulver geschwommen dort einfach. Ja, aber ganz ehrlich, das hat man dann auch wirklich visuell gesehen, was da abgegangen ist in diesen Wochen, wo man da eingesperrt war. Ähnlich wie bei Leon Goretzka, der, glaube ich, auch gerade diese Corona-Lockdown-Phase dazu genutzt hat, zum richtigen Viech zu werden. Also diese Viech-Transformation nicht nur bei Leon Goretzka, sondern eben auch bei Flavius Daniliuk. Im Gegensatz zu Daniliuk und Schober hat Marco Friedl auch für die Kampfmannschaft mal gespielt. Der war richtig lange im Bayern-Nachwuchs. Ja, der ist sehr, sehr früh aus Tirol nach München übersiedelt. Er ist ein Kirchbichler, hat dann auch im Nachwuchs in Kufstein gespielt. Wer Kufstein kennt, das ist ja dann nur einmal über den Inn schwimmen und man ist mehr oder weniger in Deutschland. Ist als sehr junger Mann schon nach München und hat es aber auch eher beim FC Bayern nicht letztlich geschafft, sich durchzusetzen, im Gegensatz zu Werder Bremen, weil dort ist er inzwischen längst Leistungsträger. Ja, seit 2022 sogar Kapitän von Werder und dennoch schon auch eine ganz feine Phase erlebt. Marco Friedl bei den Bayern unter Pep Guardiola trainiert und Bundesliga-Debüt mit 19 Jahren für Bayern unter Jupp Heynckes. Das kann sich doch auch sehen lassen. Paar Tage davor schon in der Champions League debütiert gegen Anderlecht. Eine Position haben wir in der Abwehr noch offen und die bekommt Ili Salahi. Was macht eigentlich Ili Salahi? Seit langer Zeit nicht mehr Fußball spielen. Hat den Karlsruher SC 2017 verlassen und seitdem bei keinem Verein mehr gelandet.
lebt in seiner Heimat Kapfenberg. Mhm. Ja. Das war es dann eigentlich. Also den Namen Ilie Szalai werden die meisten vielleicht gar nicht mehr kennen. Der landete über ein Probetraining beim FC Bayern, wechselte von Kapfenberg an die Sebener Straße und durfte dort sogar eben auch für die Kampfmannschaft sein Bundesliga-Debüt feiern. Unter Pep Guardiola wurde gegen Augsburg für David Alaba eingewechselt. Genau, im April 2014 war das, wenn mich nicht alles täuscht. Wir wechseln ins Mittelfeld und starten mit einer Legende von 1860 München, die zunächst aber rot-weiß trug. Harald Czerny ist aus dem Admira-Nachwuchs in den Nachwuchs des FC Bayern München gewechselt und das im Jahr 1990. 1860 Rekordspieler, ja. Hat er dann 11 Jahre im Blau-Weiß absolviert und ist mittlerweile Scout beim ersten FC Köln. Genau, hat unter anderem den Transfer von Dejan Ljubicic von Rapid nach Köln mit eingefädelt, sagen wir mal so. Machen wir weiter mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Er wollte immer nämlich dort spielen. Bei uns darf er es jetzt auch. Gerne. David Alaba, Bayern und er, das war unterm Strich ein Perfect Match. Der war bei der Austria eigentlich drauf und dran schon in die es zur Kampfmannschaft zu schaffen, hat damals das Wintertrainingslager er und Alexander Dragovic sind sie hochgezogen worden, haben unter Georg Zellhofer das Wintertrainingslager absolviert. Da waren sie wie alt? 16, glaube ich. Kann mich noch erinnern, dass mich damals Andi Lasnik, der bei der Austria gespielt hat, mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, du, da ist jetzt ein Junge bei uns. Unglaublich, wie arg und wie weit der schon ist. Das war David Alaba, das haben die Bayern auch so gesehen. Es hat sich dann nicht als Rückschritt herausgestellt, nicht aus der Profis zu spielen, sondern einmal im Nachwuchs beim FC Bayern aufs Internat zu gehen. Ja, das ist schon eine richtig geile Karriere, die David Alaba da in München hingelegt hat. Zehnfacher deutscher Meister, zweimal die Champions League mit Bayern gewonnen, sechsmal deutscher Pokalsieger. Er war so ein bisschen der Ziehsohn von Franck Ribéry, ist mega gepusht von Louis van Gaal. Hat zwar eine Zwischenstation bei TSG Hoffenheim gebraucht, glaube ich auch, um so den nächsten Step im Profibereich zu machen. Aber er kam dann zurück und war dann eigentlich auch gesetzt bei den Bayern. Was man zu David Alaba schon auch dazu sagen muss, und das sagt eigentlich jeder der jungen Spieler, die nach ihm dann nach München gekommen sind, der hat sich ja wirklich um jeden Österreicher gekümmert, hat die unter seine Fittiche genommen, hat denen geholfen. Also der war da den Friedels und Daniliux und wie sie alle heißen, halt schon eine Riesenhilfe. Ich glaube so er wollte dann eben auch das verkörpern, was Franck Ribéry für David Alaba verkörpert hat, nämlich ein Bindeglied, ein großer Name, der dich dann eben auch an die Kampfmannschaft heranführt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du in so einer Mannschaft bist, die gespickt mit Stars ist, dass es da jemanden gibt, der dir die Hand reicht und dich nicht gleich fallen lässt. Ich glaube, da hat sich generell auch die Gesellschaft ein bisschen verändert. Ich glaube, es war früher schwieriger, als Jugendspieler bei einer Kampfmannschaft anzukommen. Denn da hat man sich einfach auch weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist eben auch einer der Gründe, warum David Alaba diese Rolle dann in den Jahren danach eingenommen hat. 2008 ging Alaba ja nicht alleine von der Austria zu den Bayern, sondern auch Christoph Gnasmüllner wechselte an die Sebener Straße. Sein Werdegang verlief jedoch ein bisschen anders. Dabei hat er fußballerisch als fast noch größeres Talent als David Alaba gegolten zu diesem Zeitpunkt. Naja, waren dann ein paar schwierige Vereinswechsel, sagen wir mal so. Er hat da nicht die Geduld gehabt oder hätte vielleicht, oder war Bayern vielleicht generell die falsche Station? Ich meine, im Nachhinein ist man immer gescheitert. Ja, wahrscheinlich nicht ganz die Geduld gehabt, vielleicht oder ziemlich sicher auch nicht ideal beraten gewesen, weil vom FC Bayern dann in den Nachwuchs zu Inter Mailand zu wechseln, wo man die Sprache nicht kann, wo man mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist. Ja, ob das die schlaueste Entscheidung aller Zeiten war. Ja, es gibt eben auch andere Beispiele, wo da wachsen die Menschen dann an so einer Aufgabe und wachsen über sich hinaus. Aber ich verstehe schon deinen Ansatz, dass es dann eben noch schwieriger ist, sich gerade in einem Alter, wo es generell schwer ist, sich weiterzuentwickeln. Bei Inter war er ja dann auch nicht lange. War ja im Grunde ein halbes Jahr, dann ist er wieder zurück in Deutschland gewesen. Ingolstadt, Stationen danach, Admira, Barnsley und seit 2018 eben bei Rapid. Man muss aber eben auch dazu sagen,
sollen einem schlimmere Karrieren passieren als die von Christoph Gnasmüller. Nein, aber ich glaube auch da waren die Erwartungen einfach höher als das, was man dann schlussendlich bekommen hat. Also no offense gegenüber die Karriere von Christoph Gnasmüller. Also das hätte ich gerne erlebt als Profifußballer. Also ich war nie Profifußballer, das hätte ich gerne erlebt, sagen wir so. Aber klar, wenn du bei Bayern mal andockst, wenn du bei Inter im Nachwuchs spielst, dann ist die Erwartungshaltung dir gegenüber auch einfach eine andere. So, letzte Position im Mittelfeld bekommt unser Gatorade-Kapitän dieser Ansapanier, nämlich Alessandro Schöpf. Der war zumindest nah dran am Debüt für die Kampfmannschaft. Hat es dann aber erst über Umwege geschafft, die deutsche Bundesliga von sich zu überzeugen. Wechselte schon mit 15 Jahren auch zum FC Bayern, aber wie gesagt, das höchste der Gefühle, das waren eher Testspiele für die Kampfmannschaft. Hat dann, wie du schon angesprochen hast, die nächsten Steps bei Nürnberg und Schalke gemacht, ehe er über Bielefeld in die MLS wechselte. Für mich nach wie vor ein stranger Transfer. Dafür ist er mal ein bisschen zu jung. Vancouver Whitecaps in Kanada. Als Tiroler hat man ja keine Probleme mit kalten Wintern, also das wird ihm ziemlich wurscht sein. Ich glaube, dass er dort einerseits ein gutes, spannendes Leben hat und dass die MLS sich schon weiterentwickelt. Also ich glaube, dass der Sport sich durchaus eine wesentlich größere Herausforderung ist, als es vielleicht noch vor 10 Jahren gewesen wäre. Das unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube trotzdem, dass Alessandro Schöpf schon auch noch die Möglichkeiten gehabt hätte, sich woanders umzuorientieren. Egal, Torhüterabwehr, Mittelfeld steht. Wir starten ins Offensivtrio und beginnen dort mit Kevin Friesenbichler von 2010 bis 2014 im Bayern-Nachwuchs. Und auch die Station danach konnte sich sehen lassen. Ja, ist dann zu Benfica gewechselt, hat sich dort aber ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich glaube, da gibt es eh die Geschichte, die er mal erzählt hat, dass er dann zum ersten Training gekommen ist in Lissabon und da sind auf einmal so 30 Neuzugänge da gesessen. Und es war dann relativ schnell für ihn klar, dass das schwierig wird, sich bei Benfica durchzusetzen, und ist er dann nach kurz darauf schon, also wenige Wochen später, nach Polen zum ersten Mal verliehen worden zu Lechia Gdansk. Ja. Gdansk, Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. So schlimm ist es jetzt nicht. Und das war ja dann im Grunde Jahr für Jahr ist er dann ausgeliehen worden. Genau, hat er in Polen gut performt, ist dann hat die Austria angeklopft und dann hat es dann immer so Einjahresleihverträge gegeben zwischen Benfica und der Austria von 2015 bis 2017, als ihn dann die Austria final verpflichtet hat. Und ja, hat dann eh noch ein bisschen was gesehen in seiner Karriere. Also mit Deutschland Osnabrück und dann in Lettland bei RFS. Double in Lettland mit dem FK RFS und mittlerweile wieder zurück bei Lechia Gdansk. Ich finde es schade, denn der hat im Grunde ja eine Top-Quote gehabt im Bayern-Nachwuchs. Ich meine, 27 Tore in 37 Spielen für die U19 und 16 Tore in 36 Spielen für Bayern 2. Das musst du erstmal machen. Aber klar, der Step von Bayern Amateure in die Bundesliga zu den Bayern, da sind schon viele daran gescheitert. Vor allem, du hast es heute eh schon eingangs erwähnt, dieser Weg von den Amateuren zu den Bayern in die Kampfmannschaft, der ist mittlerweile schon extrem schwer. So, weiter geht's mit unserem Mittelstürmer Daniel Sikorski. Fast schon eine Legende der Bayern-Amateure. 33 Tore in 135 Spielen, konnte sich aber eben auch, ähnlich wie Kevin Friesenbichler, nicht durchsetzen. Dem kann man nicht vorwerfen, dass er keine Geduld hatte. Ja, war lange genug bei den Bayern. Nach seinem Abgang 2010 wurde er aber richtig zum Wandervogel. Das kann man so sagen, lieber Hannes. Er hat einiges gesehen in seiner Karriere. Ist dann nach Polen, hat er auch polnische Wurzeln und ist auch tatsächlich in Polen auf die Welt gekommen. Daniel Sikorski war bei Górnik Zabrze und Polonia Warschau und Wisla Krakau und dann ein bisschen Schweiz in St. Gallen und dann ein bisschen Österreich in Ried und dann ein bisschen Russland Khimki und dann ein bisschen Rumänien Gazmetan und dann ein bisschen länger Zypern mit Paphos und Nea Salamis und dann ein bisschen Spanien mit Guijuelo und jetzt wieder auf Zypern bei Aris Limassol. Also der hat wenig auslassen in seiner Karriere, ist auch schon 35, aber spielt in der ersten Liga auf Zypern, was er durchaus aller Ehren wert ist, wobei nimmer viel zwischen. Ja, 11 Vereine in 13 Jahren, auch das
kann sich sehen lassen, finde ich, von Daniel Sikorski. Zum Abschluss unserer Ansapanier ganz viel Liga 2 Vibes. Oliver Marcuz, mittlerweile Karriere beendet. Anfang der 10er Jahre sah die Zukunftsplanung, glaube ich, noch etwas anders aus. War es ein Kärntner, der auch im Nachwuchs oder in der Akademie des FC Red Bull Salzburg war. Dann in den Bayern-Nachwuchs gewechselt ist, aber ja, schwierige Zeiten für ihn, also ein in bisschen, weiterer Folge. Ja, ein bisschen angeklopft hat er ja an die Kampfmannschaft, durfte auch da ein paar Mal mittrainieren bei der Kampfmannschaft, beziehungsweise er hat nach wie vor das erste Tor der Pep Guardiola-Ära beim FC Bayern geschossen, nämlich bei einem Testspiel gegen eine Auswahlmannschaft des Fanclubs Wildenau. Beim 15:1 in Weiden hat er das 1:0 erzielt. Also das bleibt einem Oliver Marcuz auf ewig. Das heißt, er ist in der ersten Startelf von Pep Guardiola als Bayern-Trainer gestanden. Ja, und trotzdem hat er sich nicht durchsetzen können. Was war da los? Hat er nur ein Tor geschossen bei den 15? Ich glaube. 15, ne? ich bin vielleicht war das Problem. Ja, hat er sich mehr erwartet, der Pep. Ja, war nach seiner Zeit in München dann vereinslos, dann ist er hat er bei St. Pölten angedockt, da hat er unter anderem auch bei den Amateuren gespielt, dann über den FAC und die Tenniskontakte seines Vaters zu Austria Klagenfurt Trainer Robert Michoy zurück in die Heimat bei Austria Klagenfurt gelandet und dort hat er ja richtig abgeliefert. Ja, an der Seite von Dario Petschirep, also da hat er 2020 schon gehörig angeklopft an die Bundesliga mit den Klagenfurtern. Ein Jahr später hat es dann geklappt, aber da war er im Grunde dann nur mehr Backup. Da kam Markus Pink im Sommer und dann war Oliver Marcuz eben nur mehr Einwechselstürmer. Genau, Peter Backholt hat nicht mehr so auf ihn gesetzt und dann sagte er mit, was war er damals, 26? Gut, ja. Danke, wieder schon, ich höre auf. Ja, aber wieso auch nicht? Also wenn einer keinen Bock mehr hat und vielleicht sich anders umorientieren möchte, und ich glaube, er ist jetzt im Finanzbereich tätig, zumindest hat es damals so geheißen, gehe ich davon aus, dass er schon einen guten Backup-Plan parat hat. Davon gehe ich auch aus und ja, er ist ja noch jung genug, um sich beruflich neu zu orientieren. Ich glaube, sein Vater ist ja Versicherungsmakler, also ist er auch so in dem Bereich, oder ja. Auch als Unternehmer tätig, also ja, ich gehe davon aus, dass Oliver Marcuz, dass es ihm gut geht. Alles gut, Oliver Marcuz. Das soll es dann auch gewesen sein. Von Real Madrid über Zypern, Polen, Kanada bis hin zu Vöcklermarkt ist da also alles mit dabei bei unserer Mir San Rot-Weiß-Rot-Elf. Was wurde aus den ÖFB-Talenten des FC Bayern? Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1 paniert.